Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind unterwegs in der Arena von Moosbach City und wollen hier erstmal ein paar Kämpfe bestreiten und den Arenaleiter hoffentlich mit unseren Super-Pokémon in die Knie zwingen. Wir haben ein wunderschönes Team, finde ich schon mittlerweile. Und. Auch dieser Gentleman wird nicht der Siegesserie ändert. Sorry, ich bin gerade erst aufgestanden, aber es ging um Lasagne, deswegen beeile ich mich hier gerade so ein bisschen. Ich mag meine beste Zeit gesehen haben, aber ich lasse mich von dir nicht bevormunden. Hä, ist das denn nicht eher umgedreht? Logischer, denke ich. Ich werde dir eine wunderbare, schreckliche und grusige Zeit bereiten. Okay, Goofy 2, was willst du von mir? Krass. Gentleman Achim und Hexe Jasmin, ich werde euch klatschen. Oh, Firnontor und Meditalis. Los, MC Schissel, los, Hero Link. Ich bin MC Schissel, bin wieder voll am Start. Ihr denkt, ihr seid so stark. Dabei schlage ich euch hart mit einem Schlammbad. Bam, auf, Firnontor. Und du, windschnittig. Ach, Mann, so ein Scheiß. Oh, Mann, so ein Scheiß. Windschnitt auf! Meditalis, wollte ich sagen, aber das hat keinen Swag. Es schützt dich selbst. Meditalis, Kraftreserve, nein! Oh, das ist normal effektiv und ein Volltreffer, ganz schön stark tatsächlich. Na gut, dann werden wir dieses Meditalis als erstes weghauen. Los, Hero Link, lass den Funke überspringen. Der hat ganz schön dicke Knie, der rutscht auf wahrscheinlich ganz schön viel rum. Oh, Meditalis macht seine Gedanken gut. Er hat keine bösen Gedanken. Das heißt, das macht ihn eigentlich schwächer. Ah, diese Kopfnuss, weil sein Körper einfach nur aus Kopf besteht, tat schon ganz schön weh. Los, Hero Link, jetzt beende es. Funkensprung. Hey, yo, ich bin MC Schissel. Meine drei Finger sind immer oben. Ihr seid meine Gegner, also werde ich euch nicht loben. Sondern ich werde mich an euch austoben und... Oh mein Gott, zerquetsche eure Hoden! Oh man! MC Schissel, das ist knapp! Tiefer Bob, du machst das schon krass! Windschnittige Technik, komm schon, Hero Link! Zeig, dass du es mit beiden auf einmal aufnehmen kannst! Zack! Stirb! Nein, das hat ja nichts abgezogen, ey. Ach, das ist ja auch noch physisch. OMG, weil Flug ein physischer Typ war. Das habe ich gerade ganz komplett vergessen. Komplett ausgeblendet. Knirscher. Und Aquaknarre, los. Erstmal den Schneeball aufgegessen. Hat nach Pisse geschmeckt. Oh Mann, ah, deine jugendliche Energie strömt nur so aus dir raus. Nein! Okay, sei leise und nerv nie wieder mit deiner Scheiße. Was wollen wir hier? Was haben wir? Haben wir keine Wurzel mehr? Doch, da. Eine wunderschöne Kraftwurzel, die aussieht wie ein Bizeps. Für MC Schissel genau das Richtige. Denn er ist Rapper und geht jeden Tag ins Fitnessstudio und macht sich hart. Krass, krass, krass. Stark, stark, stark. Ja, jetzt habe ich zwei Einzelkämpfe vor mir. Nee, habe ich nicht. Ich kann daraus auch einen Doppelkampf machen. Los geht's. Du wirst den Weg nicht zu Ende gehen. Nicht, wenn ich mich dir in den Weg stellen kann. Warum haben die alle so eine kranke Lache? Wo haben die die her? Ich bin Psycho. Deswegen Z-Ü-Z-Ü-C-H-O. MC Schissel. Was? Das ist kein Doppelkampf? Ich bin MC Schissel. Dein Sichlor ist doch nur ein Sichelohr. Ich schlag ihn und er sagt nur noch, boah. Ja! Roar! Schrei, Schrei! Mega Kick! Das sind Sachen, mit denen ich dich zerf. Ick!
Bam! Und ich bin ganz geschickt mit meinem Tritt. Kommst du aus dem Tritt und hältst nicht mehr Schritt. Kann man nur so stark sein wie du? Indem man ich ist. Na gut, dann zwei Einzelkämpfe, kein Problem. Boah, schmeckt die Superkraft meines Pokémon! Okay, erzähl mir keine, ey. Übertreib doch einfach. Eine Herausforderung von Jochen. Ich bin MC Schüssel und Jochen ist mir in den Arsch gekrochen. Und dadurch hat er einen Schlammbart gekriegt. Von dem er heute noch spricht. Scheiße. Yeah. Temposchub. Janmals stark. Denkt er. Oh mein Gott, ich sehe doppelt, denn ich, weil ich gesoffen habe, damit ich dich ertragen kann. Yeah. Bam. MC Schissel vergiftet jeden. Mit seiner Leine nimmt er auch die Leben von den Gegnern, die sich gegen ihn erheben. Bam. Oh Mann, ey. Komm schon. MC Schissel, jetzt reicht's auch. Schlammbart, vernicht ihn. Jawohl. Bam. Level 37. Wow. MC Schissel ist krass. Oh, das eigentlich mag ich MC Schissel richtig gerne. Ich bin Slimehawk-Fan. Jetzt mal ohne Spaß. Ach so, das brauche ich noch nicht machen. Denn davor gehe ich natürlich nochmal heilen. Muss erstmal da oben lang und gucken, ob ich da alles. Habe ich hier schon gemacht? Ein Pokémon ist doch etwas zu schwer, um ihn schweben zu lassen. Aber ein Staubkissen. Das ist kein Trick. Das ist Luftströmung. Ehrlich, was? Ich will hier raus. Ich will doch nur zum Pokémon Center gehen. Denn ich glaube, ich habe jetzt verstanden, wie es geht. Boah, ist das anstrengend. Lass mich in Ruhe. Arena. Da-na. Die Arena will mich fordern, aber nein. Das darf nicht sein. Oh Mann, ich hab's vermasselt. Nein, hab ich doch nicht. Ich will hier raus. Oh Mann, wieso geht das nicht? Ich will doch nur hier raus. Ja, ist ja gut. Wo komme ich denn hier unten? Nee, ich muss ja da wieder zurück. Oh mein Gott, ich bin völlig verwirrt. Doofe Arena. Danke. Dann haben wir es jetzt gleich. Zack. Einmal ins Pokémon Center. Heilen, ja. Und dann machen wir die Gegnerin fertig. Ach, die Gegner, das sind ja zwei. Das ist nämlich eine Arena, in der es Doppelkämpfe gibt. Woo! Wollten sie mit angeben, also. Oh, guck mal, wie ich bin. Doppelkämpfe machen. Woo! Aber. Kein Problem. Das werden wir rocken. Du rockst, Rocker! Nicht da lang, aber hier entlang. Come on, lass mich da durch. Ach ja. So, jetzt müsste ich es gleich geschafft haben. Was für ein Rätsel. Da sind sie. Uhu. Also es war schon ein bisschen fordernd. Ich finde, das hätten sie ruhig. Noch weiter ausbauen können tatsächlich. Aber gut, man kann ja nicht alle überfordern. MC Schissel, Hero Link, Kiefer Bob. Komm, machen wir mal Kiefer Bob an erster Stelle. Ja, hat's verdient. Ja, muss ich nicht mal rappen. Hehehe, bist du überrascht? Bist du überrascht? Dass hier zwei Arenaleiter sind und so? Dass hier zwei Arenaleiter gibt? Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese doppelte Stärke. Kannst du sie besiegen? Ach, es ist ja ein Doppelkampf. Oh Mann, ey. Turtok und Sand am Meer. Oh, als hätte ich richtig... Das ist super. Das ist eigentlich super, was ich hier gemacht habe.
Der Mein Wasserschild wird euch vernichten. Los, Tohaido, Surfer! Die Männer, Kieferbock, Funkensprung, Hero Link auf Tour Talk. Oh, es schützt sich selbst. Was nun? Ein surfender Gedanke. Zack! Sand am Meer wird weggespült, vom Meer höchstpersönlich. Oh, er wirbelt Sand auf und senkt meine Genauigkeit. Aber Hero Link kann den Funken leider nicht überspringen lassen. Und nochmal, Surfer! Oh Mann, ey. Und Funkensprung. Was? Schon wieder Schutzschild? Was soll denn der Scheiß? Dreckiges Turtok, ey. Dreckiges Turtok. So. Bisaflor, du hast keine Chance. Das bringe ich dir in dein Ohr oder so ähnlich. Das flüstere ich dir ins Ohr. Und dann mache ich an dir einen Mord. Kiefer Bob, du solltest nicht mehr hier verweilen. Schweinski beendet das mit Style. Funkensprung, jetzt kriegt dieses doofe, dreckige Turtok aus dem Weg. Habt ihr in Kanto eigentlich gestartet? Kann das möglich sein? Ihr habt beide so Starter-Pokémon. Spezialangriff steigt, alter Schwede. Oh, Aquaklare auf mein Schweinski. Mein lieber Herr Gesangsgeschwein. Hä? No. Psychokinese. Funkensprung. Alter, ich kann Psycho Plus machen. Krass. Psychokinese, Schweinski! Hab ich gar nicht dran gedacht. Mmh. Oh, aua, er beißt mich, alter Schwede. Das könnte jetzt richtig ins Auge gehen. Warum? Drecksvieh! Scheiße! Ein Angriff wirst du wohl doch überleben, Schweinski, oder? Boah, ist das gefährlich. Ich muss angreifen, weil Turtok killt mich sonst. Mmh. Oh nein! Turtok killt mich! Nein! Nein! Ich weiß, dass Turtok mich killt. Dieser Flor stirbt wenigstens hoffentlich. Oh, Turtok, bitte sei gnädig. Sei gnädig! Sei gnädig! Sei gnädig! Kein Biss! Nein, nein, nein! Er hat aus dem Schweinebraten gemacht! Oh, das war aber auch dumm! Ach, nö! Evacuate the house floor! Los, Kieferbob! Ach komm, Hero, setz die Brille auf. Lala. Was machen wir denn da? Fliegen auf Targetic, Hero Link. Du musst weg, weil du hast bis jetzt nichts gebracht. Was will er machen? Eine Wasserattacke? House Floor, du bist dran. Los, flieg, los, Kieferbob. Ey, da hat der einfach Schnitzel aus meinem... Der hat da einfach reingebissen. Roh. Den steckt man noch vorher ins... Alter Schwede. Wie viel ziehst du ab, verdammt? MC Schissel, los! Was zum Teufel ist hier los? Kieferbob, sehr schön. Was? Das zieht nichts ab? Rauhaut verletzt, Turtoks Gebiss. Oh, der hätte mein Dings einfach tot gemacht. Alter Schwede. Du Drecksvieh musst sterben. Absolut sterben musst du. Citrobeere. Kann das Ding bitte sterben? Das ist ja Abfuck hier. Stirb jetzt. Oh, das hat nichts abgezogen. Komm schon, vernichte es. MC Schissel, du darfst nicht auch noch sterben. Ja, komm. Hau es kaputt. Jawohl. Nein. Es lebt noch. Was ist mit dem? Nein.
Yo, ich kicke meine letzten Reime. Auch im Grab bin ich dabei, ey. Oh, auch liege ich hier nur noch rum wie Scheiße. Och, Mö. Meine guten Pokémon. Schnauzi, komm. Gerade gedacht, ich habe mir wieder ein Team hier aufgebaut, ey. Reißen die Scheiße mich auseinander hier. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Knirscher. Warte. Nein. Kreideschrei. Geheimpower. Los. Jawoll. Oh, mein Schweinski und die Taktik. Ich wollte sie unbedingt nutzen, aber dieses Bisaflor hat mich einfach weggehauen, ey. Hat mich weggehauen. So eine Meine guten Pokémon, ehrlich. Stirb jetzt! Du hast es nicht anders verdient! Turtok! Was? Krass. Krass! Alter, hört doch mal auf jetzt! Uff, ihr seid auf jeden Fall viele Level über mir. Ich hätte auch vorher die Höhle da im Norden abgrasen können. Und dieses Schiff hätte ich auch vorher machen können. Aber so sind die Pokémon leider verloren. So wie meine Hoffnung, diese Randomizer Nuzlocke-Heile zu überstehen. Was? Unsere Kombination wurde auseinandergerissen? So sieht's aus. Du hast gewonnen. Daher überreichen wir dir dies. Hier. Ich muss auch mental stark sein. Nicht nur für diesen Orden, sondern... Ach man, meine ganzen guten Pokémon sind tot, ey. Der Mentalorden erhöht den Spezialangriff und die Spezialverteidigung von Pokémon. Und du kannst damit die vor allem Taucher außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist ebenfalls für dich. Lass mich in Ruhe trauern, Mann! Dieser Orden, da sollte im Mittelgrund ein zerrissenes Herz sein, ey. TM04 enthält Gedankengut eigentlich, aber irgendwas ist damit schiefgelaufen. Es erhöht den Spezialangriff und erhöht die Spezialverteidigung. Eine Attacke, die perfekt für Psycho-Pokémon ist. Ich will eure Nummer nicht, ehrlich nicht. Mann, ey, was ist denn Gedankengut gewesen jetzt hier? Folterknecht, irgendwie passt das. Oh nein, ey. Das war aber relativ knapp. Guckt euch an, wie meine Pokémon alle aussehen, ey. Und MC Schissel. Man hat ihn für den arroganten Gangster-Rapper gehalten, aber er hat sein Leben für uns geopfert. Rest in peace, mein Freund. Dein Album wird top. Ich weiß es ganz genau. Dein Album wird top. So. Was haben wir denn da? Bewegen wir euch ins Grab. Yo, yo, check mein Flow. Ich bin voll tot, aber nicht Rap-K.O., sondern immer noch der Idiot, der MC Schissel. Bleibt am Stissel. Alter, meine guten Pokémon alle, guckt euch das an. Tabak, Muschnarch, explosiv. Oh mein Gott, ich bin so lustig. Pinocchio, Milka, Lila Laune, Pumela Anderson, Apfelmus, Großmaul. Ich werde Wassertrainer hier anscheinend. Aber wir gucken jetzt einfach nach neuen Pokémon. Ah ne, ich habe Schweinski noch nicht beerdigt. So, jetzt erstmal verzeih mir Schweinski, aber aus dir wird ein richtiges schönes Schnitzel gemacht. Danke. Lecker, lecker Feinschmecker. Willkommen im Pokédex. Pokécenter. Gleich heilen. Ja, mach mal. Schneller. Wir sammeln jetzt neue Pokémon. Vielleicht ist ja eins dabei, das mega krass ist. Wir gucken mal. Kieferbob kann ja fliegen. Und zwar haben wir Graffitport City. Und zwar haben wir diese Route hier unten vor uns noch. Bevor wir progressiven Dings machen, gehen wir hier diese Route. Oder als erstes in diese Küstenhöhle. Nein, 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 wir gehen diese Route, weil sonst habe ich darauf nämlich keine Lust. Route 107 habe ich, glaube ich, was gefangen. Kann das sein? Mit der Angel? Habe ich das gemacht oder nicht? Dann muss ich mal eben im Pokémon Center gucken. Ich weiß es nicht. Ich hätte mir mal eine Liste machen sollen, ob ich Route 107 gemacht habe oder so.
Aber sie müssen ja dann noch da sein. So, Bericht. Mein naiver... Ach, ich hatte ein Flemmli schon, fällt mir gerade auf. Hier ist Big Gog. Krass. Gar nicht dran gedacht. Route 104. Blütenburgwald, 101, 103. Kostauerhaupten, 14. Diese Meterflurtunnel. 116, 119, 120, feuriger Fahrt. Route 121. Sigrasul 102. Nein! Och man! Mal gucken. Was haben wir hier? 104. 122, 112, 120. 112, 120, 107. Jo, seht ihr? 107 habe ich schon. Ja, dann. Gehen wir mal dahin. So. Ja, Faustauerhafen, ich mag euch, aber wir nach Graffitport City. Komm, bam. Habe ich mich geeilt? Ja, ne? Route 108. Gab's nicht. Nee, ich habe mich geeilt. Oh Mann, ich bin ein bisschen verwirrt irgendwie gerade. Oh nein, das ist Route 108. Kann das sein? 109. Ah, da. Musch, na, ich gehe mir aus dem Weg. Oh, ich hätte ihn besiegen können. Wo ist die Route 108? Warum steht das hier nicht? Das zählt nicht, wenn das jetzt 108 ist. Warte mal, Pokénef. Ah, okay. Ach, hier ist 108. Krass. Ich will doch nur gucken. Und das Schiffswrack gibt's auch noch. Das werde ich als erstes machen, bevor ich... Oh Mann, meine Nase, Alter. Ist immer so zu. Das ist voll eklig. So. Besiegen wir diesen Muschnarcherschnitt. Knirscher Kieferbob. Bam. Jawoll. Mit einem Schlag auf die Bretter geschickt. So will ich das sehen, du Sternarsch. Hunderda. Verhöhner. Nein. Ja. Ich verhöhne niemanden. 108. Nein, ich wollte erst angeln. Nicht so ein schwaches Pokémon. Arktos, geil. Oh, Arktos, das wäre cool. Aber ob das überhaupt fangbar ist für mich, das bleibt mal dahingestellt jetzt. Knirscher. Windstoß. Knirscher. Ah, schwierig, Dings einzusetzen. Da rein. Da, ich brauche Trugschlag oder so. Schwierig, meinen Bisaflor da reinzusetzen mit. Aber Arktos wäre schon heftig. Ich meine, das ist nicht mal... Krass! Übertreib doch direkt. Kann ich ihn einstellen? Was kann der denn? Hausflor! Doch, komm, wir müssen es riskieren. Gefrorenes Wild sind wir nur. Es hat auch nicht mal OP-Attacken für diese... Nein! Ah, nee, stimmt gar nicht. Weißnebel ist Statuserhöhungen und nicht so... Ich dachte gerade, Statuswerte so wie Bodyguard, ey. Schlafpuder, los, Hausflor! Nein! Komm schon, du schaffst es! Schlafpuder! Jawohl! Leider sind wir nur im gelben Bereich. Ein Angriff und... Es könnte tot sein, deswegen möchte ich gerne nicht nochmal angreifen. Aber Hausflor wird... Schon standhalten. Superball, flieg und sieg. Zeig ihnen, was du kannst. Nein! Es schläft tief. Superball, los! Komm schon! Beweg dich! Nein! Och Mann, ey! Komm schon! Arktos!
Ich habe keinen Namen für dich bis jetzt. Vielleicht liegt es daran. Du bist eindeutig ein zockgefrorenes Pokémon. Du warst in der zweiten Generation. Also als Gold und Silber da war, warst du mein Lieblings-Pokémon. Zu der Zeit noch. Heute ist es nicht mehr mein Lieblings-Pokémon, aber es ist schon ein geiles Pokémon, muss man schon sagen. Come on, Arktos, schlaf ein! Schlaf, Kindchen, schlaf! Ich müsste es eigentlich noch auf Rot bringen, mit der Energie. Eigentlich müsste ich das, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ich glaube, ich töte es sonst. Komm schon, Superball, flieg und sieg! Tja! Ach komm, bleib drinne! So ein Ballfresser, komm! Ah, schläft tief! Nein! Es schläft immer noch, hä? Achso. Nein! Oh mein Gott, hör auf! Ja! Komm schon, Arktos! Ich weiß, du kannst es schaffen! Du kannst in diesem Pokéball dich befinden! Nein! 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 Einmal noch Arschlafhuder, komm! Nein! Okay, gut, er hat nicht... Ah! Ich rede so verzackt irgendwie. Und? Ach komm, Arktos! Ich weiß, du kannst es schaffen! Ich weiß, deine Fangquote ist für den Arsch! Aber du passt zu uns! Komm schon, ich hab gleich keine Bälle mehr! Oh nein! Oh nein! Das kannst du vergessen, ihr. Hero Link, du bist dran! Streng dich an, Hero Link! Sei ein Mann, Hero Link! Elegant, Hero Link! Ich weiß, dass dir das gelingt! Hero Link, Hero Link! Ah, leck! Oh, mio! Warte mal, ein physischer Windschnitt. Meint ihr, ich würde ihn töten damit? Ja, da hast du auf ein Pokémon geht, ja. Komm schon, bleib drin, ich hab nicht mehr so viele Bälle. Nein! Ach, Arktos. Komm schon, guck doch Heroes Grinsen an, als ob du nicht Teil davon sein willst. Komm schon! Nein! Es stößt mich mit Wind. Oh Mann, dass das gelingt. Komm schon, komm schon. Arktos, bleib drin. Ich glaube an dich. Nein. Warum wehrst du dich dagegen? Du bist doch schon agil genug. Los, Superball. Fang ihn ein. Boah, Arktos, das kann ich vergessen. Ach Mann, schade. Aber dann hat's halt einfach nicht sollen sein, okay? Ja, okay, Arktos, ich weiß ja schon. Du willst nicht bei mir wohnen. Warum auch immer, ich habe hier genug Platz für dich. Also, der Pokéball ist so 10 cm groß oder so. Ja, das ist genug Platz für einen Arktos. Ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Ja! Man muss nur so reden. Arktos ist ein legendäres Vogel-Pokémon, das Eis manipulieren kann. Das Schlagen seiner Flügel bringt die Luft zum Gefrieren. Dadurch soll es zu schneien beginnen. Möchtest du dem Arktos einen Spitznamen geben? Ark. Ark. Ein warte. Ich weiß, das wird eigentlich dann auch mit heute rede ich so, es tut mir leid, heute rede ich so abgehackt irgendwie. Arg ein.
Pirat. Arg ein Pirat, warum auch immer. Komm schon, das ist ein guter Name heute. Heute habe ich es nicht so mit guten Namen. Arg ein Pirat. Sehr schön, willkommen im Team Arg ein Pirat. Endlich mal ein Eis-Pokémon. Leider in dieser Generation nicht gerade sehr stark. Ab der zweiten hast du einen Spezialangriff von 95 hat oder so. Das ist richtig lächerlich. Ist für ein legendäres Vogel-Pokémon. Aber naja. Nein, ich weiß nicht, warum ich ans Lagerungssystem gehe, wenn ich doch hier ins Pokémon-Center gehen wollte. Leute, wir haben ein wunderschönes Arktos gefangen. Und mal gucken, ob wir dem irgendwie welche speziellen Angriffe hier beibringen können. Arg ein Pirat kann eine Pflanzenattacke lernen. Was ihn was gegen was bringt? Gegen Gestein-Pokémon, gegen Boden-Pokémon. Eis ist auch gut gegen Boden. Ja, Pflanze ist nicht so stark irgendwie, ne? Gestein, Boden, Wasser. Gegen Wasser. Das ist auch eine gute Sache. Scheiß auf Agilität. Die würde ich nie einsetzen, die Attacke. So. Was haben wir denn noch? Haben wir noch was Cooles? Flügelschlag. Surfer. Bringt das was gegen irgendwelche Pokémon, wenn es eine Wasserattacke kann? Feuer. Gegen Feuer-Pokémon vielleicht, aber komm. Scheiß mal drauf. Also es fehlen halt gute Eisattacken, Leute. Ich würde sagen, das war's dann mit der Folge. Ich entschuldige mich für mein abgehaktes Reden. Irgendwie bin ich heute nicht so fit irgendwie. Ich nehme auch gerade auf, während ich aufgestanden bin. Meine Nase ist immer noch seit 100 Jahren voll. Egal. Schaltet einfach morgen wieder ein und auf Wiederspielen, meine Freunde.